So, willkommen zurück zu Layers of Fucking 4. Und dann machen wir hier auch mal ganz spritzig sauber weiter. Gut. Dann wollen wir mal. Mach's diesmal richtig. Weil jetzt wird's nämlich interessant. Hardcore dunkel. Boah, so schnell konnte man nicht lesen. Und hier verändern sich jedes Mal die Räume. Nur das Problem, du siehst hier irgendwann nichts mehr. Das ist nämlich das Problem, was man wartet in dem Spiel ist, ey. Weil es einfach schon zu dunkel ist. So. Sich im Kreis drehen. Kann mich ja mal im Kreis drehen, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Eine Frau am Klavier. Gehen wir einfach mal weiter. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 fucking Uhr. Okay, hier ist schon mal nix. Tür ist zu. Vier, acht, fünf. Sehr schön. Sieh genauer hin. Die Vergangenheit hält zurück. Naja, wie gesagt, es geht hier um seine Frau. Tochter. Schon nicht schlecht. Vergiss niemals. Ja, und wie gesagt, hier ändern sich die Räume jedes Mal immer. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es, das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Ja, können wir hier schon mal weiter? Okay. Ich finde mal hier noch ein paar Dokumente, mal gucken. Da ist nichts und da wird auch nichts sein.
Sehr schön. Staubmäuse, selbst in meinen Lungen, Grottisgar, Ungeziefer, Dreck, es gibt immer noch mehr. Na, da muss man nicht scheiße. Boah, fuck you, ey. Crazy hier, ey. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt versuchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehenen Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Rate doch einmal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch hier bist du in mir, ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt, ich liebe dich so sehr. Bla bla, weiter jetzt. Da haben wir schon mal einen Hebel. Sehr schön, passt. Und das Bild hat sich da auch geändert. Sehr schön. Farbtiefne Lügen. Ja, wie sagt er, ist der Künstler, es geht hier um seine verstorbene Frau. Schon ganz cool, ey. Na, wieder so ein Bild. Kreischende Brandstifter, widerhallende Schreie, sie schrecken vor nichts zurück, ich werde nicht kampflos und da gehen. Kommt mir so vor, ob er den Brand gelegt hat da in den Kaufhaus da. Was steht da? Oh. Oh nee, muss ich mich jetzt umdrehen oder was? Okay, Kerzen kann ich nicht anmachen und Lagerfeuer ist auch raus, war Kaminfeuer besser gesagt. Gut, dann können wir hier wieder zurück. Na, wie gesagt, Räume ändern sich immer wieder. Hey, bezüglich deines letzten Briefs, ich bin mir sicher, dass das nichts ist, worüber du dich so sehr sorgen müsstest. Frauen neigen dazu, seltsam zu werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben.
ja, da spreche ich aus Erfahrung, hormonelles Ungleichgewicht und so, als wir unser erstes bekamen, erinnere ich mich, hat Baliere den Blues richtig schlimm gehabt. Ich fragte, was sie zum Mittagessen haben wollte, und sie brach einfach in Tränen aus. Sei einfach für sie da, und ich bin mir sicher, dass es gut werden wird. Jetzt aber, ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu hetzen, und du sollst auf jeden Fall deine wohlverdiente Auszeit genießen. Aber nur, um es dich wissen zu lassen, ich bekomme Anrufe rauf und runter, Aufträge links und rechts. Du bist eine ganz heiße Nummer. Mein Freund, vermutlich sollten wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Aber natürlich geht die Familie vor. Dein Freund und Agent Thomas Geldwühl. Aha. Hört sich so an, ob er gar nicht der Vater ist, ne? Na, mal schauen. Warte mal, ich muss mal kurz Sound höher machen. Zum Glück ist es zu, ey. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Kann natürlich er sein. Ja, nee, haut ja auch nicht hin. Vielleicht seine Frau, seine Töchter, aber Paprika, Paprika. Oh, alter Fuck, ey, was ist denn hier los? Oh, scheiß Glas, ey. Boah. Der erste Schritt ist am schwersten. Na toll, ey. Alter, leck mich am Arsch, Alter. Alter, leck mich am Arsch, Alter. Alter!
first, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Alter, was ist denn hier los, Alter? Oh. Ach, die Bilder, die man sammelt. Okay, alles klar. Hass selbst jetzt verloren, du verdienst es, beende es. Oh, Alter. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde wieder. Also haut da rein, bis dann.